Hey, I'm Myro. Hey, I'm Luisa. Oh my God, I've got it. Good morning. Good morning. You have holidays now, right? Yay. Let's meet to breakfast. Oh, yeah. Okay, then see you in 5 minutes. Okay. Oh my God, you're so fast. Oh my God. You're saying bold? Okay, bis gleich. Ciao. Guck mich mal an. Guck mich mal an. Oh, du bist so süß. Ich liebe dich. Macho, Kreisel. Fine. Hey guys, I'm showing you my workout from yesterday. So? Boah, das ist hart. Aber weißt du, ich finde das bringt Spaß. Also, oh ja, hast richtig gedacht. Weil die Alten bringen mir nicht mehr Spaß. Das habe ich noch. Und dann noch so. Ja. Oh, und der Krebs. Und Hopper. Krebshopper. Echt? Ja. Yeah. Excuse me! Fuck my titties, man! Oh my God, don't do this, no! Macho. Okay, gerade eine dritte Übung? Ja, ich habe einen Bogen gemacht. Ja. So, will ich hier raus. Das ist ja. Und dann? Das ist für die Hip-Dips gut, weißt du? Ja. Krieg ich gesunde Hüfte. Oh, KK. KK. Ja, und zeig mal deine Hüfte. Zeig mal, ist die schon so geworden? Ja, krass, ne? Ja. Oh mein Gott, what the fuck? Hey, I'm Myro. Hey, I'm Luisa. Hot. Hot. Oh my God, I need some Brötchen. Oh my fucking God, my Geheimratsecke is so like a Wohnung. Oh my God. Guck mal, half baked. Seid ihr Team Brötchen unten oder oben? Schreibt in die Kommis. Und bei dir, wie geht's dem Jörg? Was macht der so? Ja, der Jörg und ich, wir haben ja jetzt unser Haus fertig gebaut. Ne. Ja, da gab's anfangs ein paar Schwierigkeiten, hatte ich ja gesagt, ne? Da hinten Bockhorn? Bockhorn, genau. Ja, wie heißt die Straße gleich? Du hattest mal irgendwas gesagt. Siebenzahn 3. Ach! Kannst du uns auch gerne mal besuchen kommen auf dem Ketchup? Du, Dagmara, darf ich mal kurz, du hast einen Krümel. Ach Gott! Danke, gut, dass du mir das sagst. Nicht, dass das jemand gesehen hätte. Eben. Naja, auf jeden Fall gab es da ein paar Streitigkeiten wegen der Wandfarbe. Oh. Oder generell auch die Deko. Weißt du, der Jörg ist da ja sehr schlicht. Ich stehe da ja mehr auf die Terrakotta-Töne. Ja, weißt das verstehe ich. Ja, das verstehe ich. Und wir sind dann beide, wir wollen uns durchsetzen. Und dann gibt es dann natürlich so einen kleinen Kampf, der zu keinem Ergebnis führt. Und bei dir, was macht der Tim so? Frag mich. Da bin ich ganz, also Tim und ich, wir verstehen uns überhaupt nicht momentan. Nee. Der macht nichts zu Hause. Ich sag dir das, ne? Der lässt seine Sachen liegen überall. Ich sag, Tim. Das ist mir unangenehm. Wenn die Dagmara, weißt du, wenn du mal zu mir nach Hause kommst und da seine vollgekackte Unterhose auf dem Weg ist. Nee, ich meine ja, Pubertät hin oder her, ne? Ja. Aber man scheißt sich doch nicht in die Hose. Oh mein Gott, look at this. Das ist wie ein Boot, Digga. Oh nee, sie vergisst. Du siehst aus wie so ein Bonsai. Das ist ein Bonsai. Hey Siri, Bonsai. Mirel? Ich will jetzt, dass du eine richtig saftige Philadelphia-Werbung raushaust. Philadelphia. Genießen Sie die cremige Creme jeden Morgen auf Ihrem Brötchen. Doppelrahmstufe. So, Mirel und ich putzen jetzt das Bad. Hey, hey, hey. Geht das so? Oder wie geht das nochmal? Geht das so? Hey, geht das nicht so? Ach so. Ja! Ey! Ngari nga ey o! Oh! Ngari nga ey o! Ikara kari kara kari aruka hei arumba arunga! Man nehme einen nassen Lappenmund. Cool. Krass, ne? Okay. Ich muss erst mal saugen. Nee, sag mal nicht wechseln, du! Natürlich, Digga, ich kann doch nicht den Boden wischen, wenn da Haare sind. Man muss aber am Ende saugen. Guck mal, hier ist Mirel. Nein, ich kann nicht den Boden wischen, wenn da Haare sind.
Schuhe. Ja, aber erstmal wischt man alle Oberflächen, weil da noch was runterfallen könnte. Und zum Schluss macht man ja, man kann auch die Oberflächen saugen. Ich kann auch einmal deine Oberfläche saugen. Alter, ich saug gleich mal meine Oberfläche mit deiner Hand. Hä? Putzen, putzen, das kann wirklich jedermann. Nimm den Lappen in die Hand und dann putz, 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 hey, putz, putz. Leute, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber wir haben immer ganz weit oben am Spiegel so Zahnpastaflecken. Digga, wie putzen wir Zähne? So, das Bad ist jetzt wieder picobello. Hey. Bello, pico. Wow, Mädel. Super Arbeit, hey. Luisa, hau hier mal eine krasse Choreo hin. Oh, wow. Moment, nochmal. Nein, nein! Warte schon los! Warte schon los! Du hast meine ganze Choreo versaut, Mann. Und fertig. Toll! Nee, jetzt geht's weiter doch. Ja, jetzt wird's. Toll! Lulu, die neue Flexi 3000! Ist das jetzt Kacke oder Matsche? Matsche. Oh, Puffy. Puffy, is that you? Yeah, Miss Hufflepuff. Ey, du siehst ehrlich aus wie dieser von Harry Potter. Weißt du? Lord Voldemort. Ja, nee, Grifflepuff. Da, dieser. Grifflepuff, ja. Yeah. Yeah. Das ist bestimmt ein Labyrinth. Das ist bestimmt ein Spiel, was ich auch. Sag mal, was du gedruckt hast. Mama Schulo, gehen Sie bitte 10 Schritte zurück. Mein Scan-Gerät kann das Label nicht lesen. Mirelle und ich sind heute zu Mandy gefahren. Wir sind gerade einkaufen. Hallo. Wir kochen nämlich heute gemeinsam. Wir machen einen Nudelauflauf und zum Nachtisch gibt's Apple Crumble. Also in den Nudelauflauf muss auf jeden Fall so ein Kürbis rein. Mirelle, magst du den? Ja. Was kommt in den Nudelauflauf? Nudeln? Wollt ihr Gemüse oder so rein? Paprika. Nee, nicht Paprika. Digga, was? Au! Pasta. Warte, ich weiß, was das ist. Irgendwas mit nicht Radieschen? Rettich. Yeah. Als Philipp und ich damals gefilmt haben, ne, wir haben Meerrettich-Eis gegessen. Und ich esse das so und sag so, ja, das schmeckt überhaupt nicht nach Fisch, voll krass. Philipp so, Digga, Meerrettich ist doch nicht Fisch. Und ich dachte halt, Meerrettich. Digga, Rettich aus dem Meer, oder nicht? Hey, Mandy hat mir gerade ein Stativ gegeben. Cool. Jetzt kann man richtig gute Bilder machen. Okay, jetzt so. Okay, Lisa, was machen wir? Wieso ich schon wieder? Und? Nee, als erstes macht man ist es besser, den Nachtisch zu machen als erstes? Weil die Äpfel brauchen ja lange, die müssen ja erstmal in der Sülze sulzen. Wir können eigentlich theoretisch beides zusammen in einem Nachtisch machen. Also wir können beides selbst machen. Wir machen aus Mandys eigenem Kochbuch jetzt den Apple Crumble hier. Apple Crumble. Ich hoffe, das fokussiert jetzt gerade. Und wir machen Lasagne. Achso, das ist nicht hier drin. Aber... richtig geiles Buch. Luisa, willst du noch die Schürze anziehen? Oh, ja, sehr gerne. Oh. Oh, Alter, richtig gut. Mit welchem Waschmittel wascht ihr? Mit Lenora. Oh, Alter, Lenora. Nee, du, das ist auf Taille. Das mache ich nicht. Steht hier. Ja, danke. So eng am Hals und denkst du, das schmiert alles ab. Steht hier. Den Ofen vorheizen. Ja. Ist Lenora richtig gut? Komm mal rein hier in meine Tasche. Nun, mal rein. Schau mal. Okay, ich weiß auch nicht. Also, wir brauchen auf jeden Fall das. Ein Top. Ein Top? Ja. Ja. Top. Top. Oh, Krammel. Nein, Junge, wie Pasta. Wo kochst du deine Pasta? Ja, wir machen beides da hin. Das wird echt toll. Hack. Und nein. Käse. Brokkoli. Super, alles klar. Los geht's. Vater und Sohn. Weißt ja. Du, so? Boah, das ist schon zu viel. Das ist doch nicht zu viel. Ja, das ist nicht zu viel. Guck mal, wie sind das? Mirelle, welche, wie groß sind die Laptops? Woran sieht man, wie groß? Wie du willst. Einfach auf das X stellen. Achso, und dann der Rest passiert automatisch. Mashallah. Was ist das nochmal? Man macht den so, ne? Und dann kommt der Schaum da raus? Nee, du kannst
Das abgießen, das Wasser. Genau. Boah, die sind sogar für Öl so eine extra. Oh mein Gott. Come on. Hast du so ein Dings gefunden? Ich hätte die Stäbchen einfach nicht. Ach, zum Brett. Ja, dann kannst du das auch machen. Ist gut. Dann haben wir hier einmal Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Dann können wir das würzen. In der Zwischenzeit bereite ich schon mal alles andere. Okay. In der Würze liegt die Kürze. Hä? Ja, das sag ich auch immer. Das ist ein tolles Motto. Wow. Cool. Ich muss das auch so kaputt machen, oder? Wow. Toll, wow. Das ist tolle Menge. Ja. Zwei Prisen. Zwei Prisen, ne? Ja. Das war auch keine Prise. Natürlich. Mannys Prisen sind immer größer. Mannys Prisen sind eigentlich große. Und ganz viel Paprika edelsüß. Edelsüß? Edelsüß. Die Schütze steht dir, Lisa. Daran könnte ich mich gewöhnen. Das ist wie beim Sport. Weißt du, musst sportlich aussehen. Ob du dann sportlich bist, ist was anderes. Das ist was anderes. Ja, weißt du? Auch, sonst kannst du kochen. Genau. Aber ich, genau. This is the shit, you know? Ja, also, genau. Lisa, du brauchst gar nicht sparsam sein. Hab ich edelsüß. Ich hab richtig edelsüß. Ja. Noch mehr edelsüß. Das muss so richtig rot sein. Komm, mach das groß aus. Nein, Mann. Ey, entspann dich mal. Ja, noch mehr? Noch mehr. Noch mehr Gemüse. Das war mit Walter Zeit auch. Hallo? Nein, wir kochen nur für drei Personen. Das ist Dattelsirup, wie geil. Ist auch für Axt. Nein. Egal, Paprika edelsüß ist auch süß. Hey, was ist hier mit der Rama? Hey. Wow, habt ihr das gesehen? Guck mal, krass. Scheiße, die Nudeln! Salz! Okay, ich helfe. Salz. Ich greife ein bisschen unter die Arme. Ja, Alter, das blubbert ja. Ey, ist das ein Whirlpool oder? Ey, boah, schalt mir endlich runter. Entspann dich mal, Bruder. Anne? Oh. Anne? Oh. Ich wollte noch fragen. Was ja, du da? Wir nehmen alle. Oh, das Ding ist durch, das Ding ist durch. Mandy! Was? Mandy, keine Rosine! Mandarine! Die hat nicht mal Licht hier abbekommen, was ist das für ein Live? Hello, Darkness, my. Ja, nee, jetzt ist das Ding auch durch. So, wir sitzen jetzt hier und essen jetzt. Und wenn ihr wissen wollt, was wir gekocht haben und wie das Endergebnis aussieht, dann schaut bei Mandy vorbei. Die hat es nämlich mitgeblockt. Wie schmeckt es dir? Hammermäßig. Ich habe vergessen, mein Videoende zu machen. Ende. Aha, schneide jetzt noch meinen Vlog. Den bekommt ihr dann morgen. Und ja, falls ihr euch fragt, warum meine Lippen so glänzen, ich habe da Vaseline drauf gemacht und nicht zu wenig. Man sagt ja immer, bei jeder Sache nur eine Prise, außer bei Vaseline. Also, Videoende. Tschüss. Ach, wo gucke ich eigentlich hin? Ha, da ist die Kamera. Tschüss.